In einer kleinen Küstenstadt lebte eine Frau namens Clara, die eine besondere Leidenschaft für das Meer hatte. Jeden Morgen, noch bevor die Sonne vollständig über dem Horizont aufging, ging sie zum Strand, um die Stille der frühen Stunden zu genießen. Das Rauschen der Wellen und der salzige Duft der Luft beruhigten ihre Seele. Doch was ihr Herz wirklich erfüllte, war die Freundschaft, die sie im Laufe der Jahre mit einem Delfin aufgebaut hatte. Eines Tages, als Clara noch ein junges Mädchen war, war sie mit ihren Eltern auf einem Bootsausflug gewesen. Plötzlich sah sie etwas im Wasser glitzern. Es war ein junger Delfin, der fröhlich um das Boot herumschwamm. Der Delfin schien sofort eine besondere Verbindung zu Clara zu spüren, und von diesem Tag an kamen sie jeden Morgen an dieselbe Stelle, um einander zu begrüßen. Jahre vergingen und Clara wurde älter. Ihr Leben hatte seine Höhen und Tiefen, doch die Freundschaft mit dem Delfin blieb beständig. Er wartete jeden Morgen auf sie, sprang aus dem Wasser, wenn er sie kommen sah, und schien ihre Gesellschaft genauso zu genießen wie sie seine. Sie nannte ihn Lumi, nach dem Licht, das er in ihr Leben brachte. Clara durchlebte schwere Zeiten, insbesondere den Verlust ihrer Eltern, doch Lumi war immer da. Eines Tages, als sie sich besonders verloren fühlte, beschloss sie, tiefer ins Meer hinaus zu schwimmen, wo Lumi auf sie wartete. Sie tauchte ins klare Wasser ein und Lumi schwamm sanft neben ihr. In diesem Moment fühlte sie sich so verstanden und getröstet wie nie zuvor. Doch das Meer war unberechenbar. Plötzlich zog ein starker Strudel Clara nach unten. Sie kämpfte, doch das Wasser war stärker und ihre Kräfte schwanden. Gerade als sie dachte, dass dies ihr Ende sein könnte, spürte sie, wie Lumi sie mit seiner Schnauze sanft anstieß und in Richtung der Oberfläche drückte. Mit letzter Kraft klammerte sie sich an seinen Rücken, während er sie sicher ans Ufer brachte. Als sie am Strand lag, das Wasser ausspuckte und tief durchatmete, realisierte Clara, dass Lumi ihr das Leben gerettet hatte. Mit Tränen in den Augen sah sie, wie er noch einmal in die Luft sprang, bevor er im weiten Meer verschwand. Es war, als wollte er ihr sagen, dass er immer bei ihr sein würde, auch wenn sie ihn nicht mehr jeden Morgen sehen konnte. Von diesem Tag an spürte Clara eine tiefe Dankbarkeit und Liebe für Lumi und das Meer, das sie miteinander verbunden hatte. Ihre Geschichte von der Freundschaft zwischen einer Frau und einem Delfin wurde in der Stadt bekannt und berührte die Herzen vieler. Denn was Clara mit Lumi erlebte, war mehr als eine einfache Freundschaft. Es war eine Bindung, die die Grenzen zwischen Mensch und Tier überwand und zeigte, dass wahre Freundschaft keine Worte braucht.